gibt aber Glaubenssätze, Überzeugungen, genauso, die ich nur durch Glauben im wahrsten Sinne des Wortes verinnerliche. Das heißt, alle Überzeugungen, alle Vorstellungen bezogen auf die Welt außerhalb meines kleinen Kreises, das heißt, die Überzeugungen aus dem wirtschaftlichen Bereich, aus dem politischen Bereich, werden mir ja vermittelt durch die Medien. So, und wir beide saßen bisher noch nicht auf dem Schoß von Angela Merkel oder Ben Bernanke von Federal Reserve und können eigentlich im Prinzip nur über diesen Filter der Medien diese Welt draußen wahrnehmen. Und das ist genau der entscheidende Punkt und der entscheidende Unterschied, wie Sie zu Recht sagen, dass wir hier sehen müssen, die Headline sagt Folgendes. Und wenn wir jetzt nun eine Woche lang jetzt solche Überschriften gesehen haben, der Irre von Teheran oder der Diktator von Damaskus, dann führt das dann dazu, dass die Menschen langsam in eine zum Beispiel Kriegsstimmung gebracht werden. Und das ist ein wichtiges Instrument. Und wenn man das über die letzten 100 Jahre allein betrachtet in den westlichen Wertedemokratien, kann man das seit 100 Jahren betrachten. Immer wieder Hetze zum Krieg. Und das geht dann sehr schnell, innerhalb von wenigen Tagen. Um jetzt nochmal auch nicht nur das Außenpolitische zu betrachten, also wie jetzt immer wieder auch Kriegsstimmung produziert wird, provoziert und produziert wird, gibt es auch ein wunderschönes Modell, das auch als Erkenntnismodell dem Zuschauer vielleicht hilft. Und deshalb möchte ich jetzt hier auch an das Bild, das jetzt hier eingeblendet wird, erinnern. Im Jahre 2000 hat die Bild-Zeitung geschrieben, Neonazis ertrinken den kleinen Josef. Im Jahre 2000. So, und wenn man sich jetzt den Text anguckt dazu, dann erkennt man ganz glasklar genau dieses Raster. Wir haben eine Tatsache, wir haben eine Suggestion, wir haben eine Supersuggestion und wir haben ein Schuldgefühl, was wir hier durch diesen Zeitungsartikel vermitteln. Was heißt das konkret? Wenn Sie sich jetzt hier dieses Bild angucken aus der Bild-Zeitung aus dem Jahre 2000, Tatsache ist, ein Junge ist ertrunken. In Sebnitz war das. Der zweite Punkt ist eine Suggestion. Da waren natürlich in einem Schwimmbad junge Leute, die wurden als Neonazis bezeichnet. Und der dritte Punkt war die Supersuggestion, nämlich diese Neonazis haben den kleinen Josef ertränkt. Und dann eine ganze Stadt sah zu und niemand half. Das ist dann dieses noch zusätzliche Sahnehäubchen obendrauf im Sinne von Schuldkomplexen vermitteln. Und dieses Raster, wenn man das einmal verstanden hat, und ich glaube, dieses Bild-Zeitungsartikel zeigt das sehr schön, kann man überall, jeden Tag, mehr oder weniger variiert, erkennen in den westlichen Medien. Als Gag noch vielleicht, der Bundeskanzler Schröder hat sogar die Mutter empfangen und das Ergebnis nach 4 oder 8 Wochen war, der Junge ist einfach ertrunken an Herzversagen im Schwimmbad. Das nur nochmal zur Realität, was Tatsache ist, Suggestion, Supersuggestion und Schuldgefühle vermitteln. Und dieses Modell der Verknüpfung von Tatsachen und Suggestion ist ein typisches NLP-Modell. Das heißt, wenn ich jemandem etwas verkaufen will, ich bin auch Trainer im Bereich im Verkaufstraining aktiv, dann ist es manchmal hilfreich, auch neben den Tatsachen, dass ein Produkt die und die Eigenschaft hat, auch Suggestionen zu vermitteln. Also stell dir vor, zum Beispiel die Verkäuferin in einem Kleidungsgeschäft sagt dann der Dame, also stellen Sie sich vor, dieses wunderbare Kleid hier, tolle Ausstattung, gut verarbeitet. Wie werden Sie heute Abend, wenn Sie auf die Party gehen, in diesem Kleid erscheinen? Das heißt, die Suggestion, es ist wie eine Art Hypnose-Muster, wird im Kopf der Frau verankert. Sie stellt sich jetzt gerade vor, wie sie das macht. Dann ist das ein kommerzielles Beispiel der Verknüpfung von Tatsachen und Suggestion. Hier könnte man sagen, ja gut, wird da großer Schaden angerichtet. Darüber kann man jetzt streiten oder auch nicht. Jetzt in so einem Fall könnte man sagen, gut, das ist in Ordnung oder auch nicht. Aber im politischen Bereich, und darauf will ich jetzt ja hinaus, kann das natürlich sehr tödlich werden. Wenn nämlich jetzt 4 Wochen lang
eben hier die Hetzpropaganda zum Beispiel gegen nationale Deutsche gefahren wird. Oder jetzt im außenpolitischen Beispiel, wenn jetzt wieder Hetze gegen andere Staaten betrieben wird, weil das eben die Kriegsstimmung fördert. Und wie im Moment Syrien jetzt zum Beispiel. Genau, wie aktuell, genau. Ja. Mhm. Also das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Modell, was sich jeder nochmal auch vor Augen führen sollte, wenn er in Zukunft Nachrichten liest. Wobei man sich natürlich fragen muss, muss man sich das unbedingt antun? Mhm. Also ich beispielsweise, ich sage das ganz offen, habe vor 10 Jahren den Fernseher rausgeschmissen. Als Unternehmensberater muss ich natürlich wissen, was Sache ist. Aber das heißt, wenn ich da 2-mal am Tag auf die Nachrichtensendungen, also auf zum Beispiel die Internetnachrichten schaue, dann reicht mir das vollkommen. Aber ich will nur sagen, wir verschwenden natürlich auch viel Zeit. Und das Schlimmste ist, wir ankern viele Gefühle, Bilder in unserem Unterbewusstsein. Und jedes Bild, jede Erfahrung wird geankert. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt in einen Spielfilm gehe, standen wir nicht alle an der Rampe. Hörten wir nicht alle das Geknatter des Maschinengewehrs. Und das verbunden dann auch mit entsprechenden Melodien. Dann sind diese Gefühle zum Beispiel aus einem Film in uns geankert. Und bei entsprechender passender Gelegenheit, durch Einblenden der Musik, durch bestimmte Bilder, werden auch diese Bilder wieder aus dem Unterbewusstsein hervorgeholt und dann sagen wir morgen 20 Uhr stramm antreten, Lichterkette gegen XY. Das sind so die Mechanismen, ich kann es ja nur so kurz oder andeuten. Oder wie halt bei den Hollywood-Filmen, wo es dann darum geht, diesen amerikanischen Pathos-Helden-Epos dann genau. Im Endeffekt dann darzustellen. Oder der Gut und Böse, immer dieses zwei Blöcke, sage ich jetzt mal, dann da immer dieses Denken da auch zu produzieren. Ne? Genau, und das ist hochinteressant, was Sie jetzt ansprechen, weil dieses Schwarz-Weiß-Schema exakt das Modell ist, in dem oder mit dem die westlichen Wertedemokraten arbeiten. Wir Demokraten sind die Guten. Die anderen, ihr seid die Bösen. Und wir bestimmen, was gut ist. Und wenn ihr die Bösen, nicht mitmarschiert, dann entscheiden wir, hier wird eine rote Linie überschritten. Und genau dieses, wenn man so will, Hollywood-Schema ist auch im politischen Bereich zu erkennen. Und die Anmaßung der Demokraten zu sagen, was ist gut oder was ist nicht gut. Also wir bestimmen immer als Demokraten, was gut und richtig ist. Alle anderen, die 6.000 Millionen anderen Menschen auf diesem Globus, machen nicht das Richtige. Und sie müssen eben beglückt werden von unserer Ideologie. Und das ist eben auch dieses psychologische Moment der Anmaßung zu sagen, wir definieren einen bestimmten Rahmen, wir bestimmen bestimmte Inhalte, die wir als gut definieren. Und die gesamte Welt muss nach unserer Pfeife tanzen. Und das sind einfach so die Dinge, die, wenn man sich mit diesem Thema intensiv aus der Vogelperspektive beschäftigt, einem bewusst werden. Denn dieses System versteht sich, das politische System der westlichen Wertedemokratie versteht sich ja als ein System, als finale, als die ultimative Gesellschaftsordnung, nachdem eben der Kommunismus, der Sozialismus des Ostens zusammengebrochen ist. Und jenseits dessen gibt es keine anderen Modelle mehr, die hier es wert werden zu betrachten. Ich denke, wichtig ist auch aus einer eben Vogelperspektive zu betrachten. Es gibt die westliche Wertedemokratie, das sind vielleicht gerade mal, wenn man es bevölkerungsmäßig betrachtet, 800 Millionen Menschen, 900 Millionen, die man darunter fassen könnte. Also wenn man so will, die Weiß, also Nordamerika und große Teile natürlich Europas. So, das ist das. Aber der Rest, wenn man so will, 6/7 der Weltbevölkerung ticken eben doch etwas anders. Und wenn man das sich betrachtet und das mal aus der Vogelperspektive betrachtet, wie versteht der Westen seinen Lebensansatz, wie verstehen andere Völker ihren Lebensansatz? Ich war ja als Student, habe ich alle Kontinente bereist und habe dabei auch eben kennengelernt, wie interessant und eigentlich auch erhaltenswert unterschiedliche Kulturen sind. Nicht? Und ich denke, das ist auch eben, und damit komme ich zu der nächsten Frage, der Überschrift, die erfolgreichsten Gehirnwäschetechniken, der Globalisierungsfanatiker. Und das ist eigentlich genau jetzt die Brücke. Denn die Demokraten versuchen ja ihr Modell als Globalisten allen anderen aufzuzwingen.
es ist ja nicht so, dass jetzt nur eine reine Beglückungsaktivität gemacht wird, wenn man jetzt die Bomben auf Serbien geworfen werden oder auf Irak oder Afghanistan, sondern es stehen ja dahinter andere Ziele. Und die Globalisierungsstrategie, wenn man so will, muss man sich vor Augen führen. Die Globalisierungsstrategie besteht aus verschiedenen Globalisierungssträngen. Stränge heißt also bestimmte Elemente. Der erste Schritt, das erste Element ist die Vorgabe, Investitionen in einem Land müssen unbeschränkt möglich sein und das Herausziehen von Profiten ebenfalls. Und dazu ist es notwendig, alle Grenzen zu beseitigen. So, das ist der erste Schritt. Zweitens sagen die Globalisierer, wir müssen und wollen überall unsere Sicherheitskräfte stationiert haben, Klammer auf, um sicherzustellen, dass eben hier diese Profite auch eingefahren werden können, dass die entsprechenden dort vorhandenen Politiker in diesen Ländern auch nach unserer Pfeife tanzen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, eben sich klarzumachen, dass diese sogenannten Sicherheitskräfte heute auf 700 Basen in 130 Ländern stationiert sind. Die haben also im Prinzip, wir haben etwa 200 Staaten, wir können also sagen, in 130 Staaten, also mehr als der Hälfte, sind diese Kräfte gegeben. Der dritte Punkt ist ein wichtiger Punkt, ist auch, die Grenzen müssen niedergerissen werden und letztendlich die Völker müssen und die Menschen müssen hin und her geschoben werden können. Das heißt, die Orientalen oder auch die Schwarzen aus südlich von Europa müssen nach Europa reinfließen und auch ohne, dass jetzt hier das Selbstbestimmungsrecht, das Heimatrecht eben der Einheimischen gewahrt wird. Und jeder, der natürlich jetzt hier Fragen stellt, wird dann entsprechend mit einem Etikett versehen. Und dieses Hin- und Herschieben von Völkern dient ja auch verschiedenen Zwecken. Der erste Schritt und das erste Ziel ist, diese Menschen, wenn man so will, auch als zum Lohndumping einzusetzen. Der zweite Schritt und das zweite Ziel ist, die einheimische Bevölkerung zu marginalisieren, letztendlich am Ende zu beseitigen. In Frankreich gibt es einen Botschafter namens Charles Rifkin und er hat das in einem Papier klar, ich habe es auch in meinem Buch angesprochen, klar formuliert. Die Multikulturalisierung dient dazu, die einheimische eingeborene Bevölkerung zu beseitigen. Er sagt ganz klar, jetzt bezogen auf ein Beispiel Frankreich, es wird dann in Zukunft keine Franzosen mehr geben, es wird aber auch keine Muslims mehr geben, also zum Beispiel Nordafrikaner, sondern es wird einen neuen Typus Mensch geben und das ist eben der Welteinheitsmensch. Und das dazu dient eben auch dieses Ziel des Imports von Einwanderung. Deshalb ist auch wichtig, sich immer klar zu machen, wir können auf der individuellen Ebene diskutieren. Also gibt es jetzt irgendwie Schwierigkeiten mit Ausländern, das ist aber nicht der eigentliche Punkt, sondern wir müssen uns klar werden, die Strategie der Globalisten ist, die Einwanderer als, wenn man so will, als Instrument zu nutzen, um die einheimische Bevölkerung zu marginalisieren. Und warum ist das notwendig? Die Notwendigkeit ergibt sich daraus, weil in sich geschlossene Völker mit einer klaren, einheitlichen, mit einer eigenen Führung die größten potenziellen Widersacher sind für eine Globalisierung. Denn es geht ja bei diesen, und damit komme ich zum vierten Punkt, bei dieser Globalisierung auch darum, die Naturschätze sich anzueignen und die Zentralbanken. Das heißt, wenn wir heute über die sogenannten Schurkenstaaten sprechen, also das ist auch schon wieder ein Kampfbegriff psychologisch, dann bedeutet das, Schurkenstaaten sind alle diejenigen Staaten, die eben noch nicht ihre Ressourcen freiwillig abgegeben haben. Ressourcen heißt diese Ressourcen, Öl, zum Beispiel Iran oder auch früher im Irak oder auch in Syrien heute noch, gehören nicht dem Volk oder der Nation, sondern eben auswärtigen Ölförderländern, also auswärtigen Ölförderern und den Ländern eben, die dort die entsprechende Macht haben. Das heißt, darüber muss man sich im Klaren sein, die,
diese Globalisierungsstrategen haben ganz handfeste Ziele. Am Ende, muss man ganz klar sagen, steht die neue Weltordnung. Und diese neue Weltordnung hat man so früher so in den Bereich Verschwörungstheorie gepackt. Aber wenn man sich jetzt mal anguckt, auch in den letzten Jahren, ich gebe da auch eine Reihe von Beispielen, auch Frau Merkel zum Beispiel hat da noch vor 2 Jahren ganz klar gesagt, ich glaube auf einem Katholiken- oder Protestantentag, wenn man die neue Weltordnung haben will, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Thomas Barnett, den ich gerade zitiert habe, der hat diese Strategie, Pentagon und Wall Street Stratege, hat diese Strategie, die ich gerade eben mal skizziert habe, mal ausgearbeitet. Kann man auch nachlesen. In Amazon kann man für ein paar Dollar diese Papiere, diese Strategiepapiere nachlesen. Es ist also nicht irgendwie aus den Fingern gezogen, sondern liegt strategisch als Konzept vor, praktisch umgesetzt und die Vertreter wie Frau Merkel oder auch jetzt Bankiers wie Rockefeller, David Rockefeller, haben das klar auch in ihren Memoiren, zum Beispiel 2003, beschrieben, nämlich am Ende dieser neuen Weltordnung oder was die neue Weltordnung ausmachen wird, so schreibt Rockefeller, geht es darum, dass eine kleine Gruppe von Bankiers und eine kleine Gruppe von Denkern die Geschicke der Menschheit lenken wird und dass dieses nationale Konzept Souveränität, Demokratie, das sich auf ein Volk bezieht, dann überflüssig ist. Also das heißt, es sind das, was ich jetzt gerade gesagt habe, sind keine aus den Fingern gesogenen Behauptungen, sondern die kann man überall nachlesen mit sauberer Quellenangabe. Man muss sich nur halt die Mühe machen, das mal zu nehmen und wenn man die Quellen sich angeschaut hat, dann anzugucken, wird das tatsächlich auch übersetzt in die Praxis, ja oder nein? Und wie sieht das konkret aus? Stimmt, aber es, wie gesagt, es passiert ja weltweit. Das ist ja jetzt nicht nur, ich sage jetzt mal, eine ideologische Denkweise, die jetzt hier immer auf Deutschland bezogen wird oder solche Geschichten, sondern man muss es ja eigentlich neutral erstmal sehen, dass dieses weltweit passiert. Und haben Sie eigentlich gegenüber Ihrer Tätigkeit früher zu heute einen Unterschied festgestellt, wie man auf diese Politiker oder auf diese Systeme einwirkt? Hat sich dagegen was verändert oder wie verhält sich das jetzt heutzutage? Also das gesamte Thema Lobbyismus ist ein Beispiel, Lobbyismus oder Korruption. Aber ich fange nochmal einen Schritt weiter vorne an. Also vollkommen richtig ist, es ist nicht ein deutsches Thema, was wir jetzt eben besprochen haben. Der Globalisierungsansatz, ich habe das ja angesprochen, in 130 Staaten sitzen die oder stehen die Soldaten der Globalisten, vor allem der USA und Großbritanniens. Ja, mir ging es ja darum, weil sicherlich kommt jetzt, wenn man das aus Deutschland sagt oder aus deutscher Sicht, dann kommt ja wieder diese Programmierung, die man drin hat. Genau. Das ist jetzt ich sage jetzt mal ganz platt, wie man es ja sagt, nationalistisches Denkweise. Und dann kommen dann diese Angriffe von anderer Seite im Endeffekt, was aber eigentlich gar nichts damit zu tun hat, wenn ich Sie jetzt verstanden habe, dann da drin. Sondern es geht eigentlich um diese allgemeine Denkweise, dass man sagt, man will eine neue Weltordnung, eine Weltregierung im Endeffekt. Und will alles zusammenfassen, am besten alles ohne Grenzen. Und die Leute sind halt, wenn man es human noch ausdrückt, wie Ameisen tätig für die Königin oder für diese halt Oberin. Ja. Oder wenn man es halt direkt ausdrückt, sind nur noch als Sklavenfunktion, die als Sklaven da sind, für diese herrschende, Familienrasse oder wie man es dann nennen will, dann im Endeffekt. Ich werde die Frage Lobbyismus gleich nochmal ansprechen, aber genau noch da auch nochmal ansetzen. Das ist ja vollkommen klar. Das heißt, es gibt ja, wenn wir zum Beispiel an die konkreten Beispiele Iran denken oder auch Syrien, dann sind das ja Staaten, die, zumindest der Iran, stark islamisch geprägt ist. Also der Iran, Syrien ist auch, gibt es auch andere Gruppen noch, außer den islamischen. Aber bleiben wir beim Beispiel Iran. Der Iran, ich selbst war 1973 dort, als der Schah noch an der Macht war, kenne also auch ein bisschen das Land, habe eigentlich, wir könnten hier gut dieses Beispiel eben bringen, dass eben auch andere Staaten sich auch als Nation, aber auch als islamische Umma-Vertreter gegen den Globalismus stellen. Also das heißt, im Islam haben wir einmal eine nationalistische Linie und zum anderen auch die Umma, die ja, wenn man so will, das übergeordnete islamische Denkgebäude
ausmacht und bei dem eben es keinen Platz gibt für die, für den Globalismus, wenn man es mal so ausdrücken will. Also das heißt, wir haben ja hier am Beispiel Iran eben genau diese Situation. Im Übrigen ist es auch so, dass sich ja die Shanghai Corporation gegründet hat. Das heißt, das sind Staaten, die sich in dem Gegensatz zu den westlichen Wertedemokratien zusammengefunden haben. Dazu zählt Russland, China, Indien und auch noch eine Reihe von anderen Staaten, die eben eine multipolare Welt haben wollen, also nicht nur eine westliche Wertewelt. Und insofern einen antiglobalistischen Ansatz fahren, also insofern vollkommen klar, aber natürlich unterschiedliche Vorstellungen. In Russland ist die Orthodoxie als Kulturelement sehr wichtig und da gibt es natürlich noch ganz andere Dinge. Aber im Prinzip, genau wie Sie sagen, ist es so, wir haben in Deutschland oder auch in Europa, aber auch in Russland, auch nationale Kräfte, die die Identität sichern wollen. Aber es gibt auch eben eine islamische Identität wie in Iran oder es gibt auch eine chinesische Identität, die dann aber eben unter einem anderen Dach sich formieren oder auch als Einzelne eben antreten. Das heißt, ganz klar, und das ist einer der wichtigsten Punkte und das ist mir seit etwa 12 Jahren klar gewesen, der Antiglobalismus, man kann es positiv ausdrücken, dass die Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung oder die Selbstherrschaft statt Fremdherrschaft, das sind eigentlich die verbindenden Elemente, sowohl im Westen wie auch in China oder Russland oder auch in Südamerika, wo es ja relativ jetzt auch nach dem Tod von Chavez in Venezuela eben eine Neubesinnung gibt. Aber jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ja, als Lobbyismus. Was hat sich geändert? Genau, was hat sich geändert? Genau. Weil da haben Sie ja Ihre Erfahrungen ja gemacht oder waren Sie ja selbst tätig, sage genau. ich jetzt mal. Genau, bis 1995 war ich einige Jahre auch lobbyistisch tätig in meiner Funktion als Generalsekretär eines Industrieverbandes. Und wenn ich das so betrachte, meine, die Welt hat sich natürlich in diesen Jahren gedreht, stelle ich eigentlich heute fest, wenn man sieht, und das kann jeder eigentlich heute feststellen, dass man früher vielleicht mal hier oder da ein paar Scheine rübergeschoben hat, dass man, also in Richtung Abgeordnete, dass man starke PR-Kampagnen gefahren hat, also durchaus auch millionenschwer. Das ist aber das eine. Heute sieht die Situation lobbyistisch ganz anders aus. Es mag auch diese Dinge nach wie vor natürlich geben, aber wenn Sie sich einfach nur mal die Finanzwirtschaft angucken, da wird mit ganz anderen Methoden heute gearbeitet. Das Beispiel Goldman Sachs ist ja nun wirklich fast jedem bekannt, selbst in Unterhaltungssendungen wird das schon kolportiert, wo Goldman Sachs jetzt eigentlich ist oder nicht ist. Der gute Herr Pelzig. Genau, das ist ja schon eigentlich, hat ja nicht nur Unterhaltungswert, sondern das ist tatsächlich so. Das heißt im Klartext nochmal, Goldman Sachs Leute werden Ministerpräsident in Italien, Klammer auf, Monti, Klammer zu, werden EZB-Chef Draghi, Klammer auf, Klammer zu, oder schicken sogar ihre Mitarbeiter ins Bundesfinanzministerium, die dann dort entsprechend Entwürfe ausarbeiten. Oder wenn das Bundesfinanzministerium noch anderweitig Bedarf hat, geht es ja auch an auswärtige Kanzleien und gibt dort die Aufträge für irgendwelche Gesetzesentwürfe. Das heißt, ich denke, der große Unterschied ist heute eigentlich der, dass es sich viel günstiger machen lässt. Dass sich das viel günstiger machen lässt und das überhaupt nicht mehr, wie soll ich das mal sagen, dass auf irgendwelchen Etablissements man sich treffen muss, sondern man schiebt die Leute direkt auf exponierte Positionen und damit gibt es auch gar keine Skrupel, das zu machen. Also das sollte man, muss man sich klar machen. Ich habe auf meiner Webseite gsm-grunwald.com eine kleine Rubrik eingebaut und dort gibt es politische Notizen für den Mittelstand. Da habe ich so eine Reihe auch von Dingen aufgeführt. Also derjenige, den es interessiert, kann da auch mal nachschauen. Einfach so ein paar Meilensteine über dieses Thema und auch über ein paar andere Themen. Ja, das soweit also auch zum Thema Lobbyismus. Was hat sich geändert? Ich denke, es ist heute einfach wesentlich skrupelloser geworden hat offensichtlich schon fühlt sich so stark, dass es eben auch in diese Richtung so arbeiten kann. Ja,
Jetzt haben wir ja gehört, wie gearbeitet wird, wie gemacht wird, was zum Teil ja auch, ich sag mal, für manche sicherlich erstmal erschreckend sich anhört. Und ohnmächtig fühlten sich sicherlich manche, könnte ich mir jetzt vorstellen, nachdem man das ja hört. Gibt es vielleicht eine Möglichkeit oder eine Technik oder irgendwas, weil sie schreiben ja mit Techniken, dass man sich davor schützen kann? Oder was kann man machen, um dass man nicht in diese, ich sag mal, Fallen in Anführungsstrichen, auch Denkfallen, die sind das ja auch, reintappt? Ja. Der erste Schritt ist das System von der Psychologie, also andersrum. Wir können wenig machen jetzt im Sinne der von praktischen Aktivitäten gegen Banken oder ähnliches. Also es bringt nichts, sage ich jetzt mal, irgendeine andere Partei zu wählen, weil sonst hätten wir wieder das Gleiche, weil die wieder gesteuert sind nach ihrer Meinung, wenn ich das jetzt verstanden habe. Also vielleicht dazu nochmal da sind wir ja genau bei der Frage, wollen wir eine Ursachen- oder wollen wir eine Symptomtherapie? Das heißt, wenn ich sage, also im Prinzip AfD, wir sind ja ganz clever, intelligente Leute, sympathisch. Da würde ich sagen, wenn ich die Leute vor 15 Jahren getroffen hätte, hätte ich sofort unterschrieben, super Geschichte. Aber da muss man sich im Klaren werden, auch diese jetzt Neugründungen, wollen und können die tatsächlich an den Ursachen, den zugrunde liegenden Ursachen was verändern. Ich komme zumindest für mich zu der Schlussfolgerung, das ist nicht möglich. Das heißt, man muss überlegen, müssen wir vielleicht doch eher eine Ursachenanalyse und eine Ursachentherapie machen. Darauf einzugehen, das könnte man noch machen, aber das wäre ein eigenes Thema. Das fängt an bei der Frage, wer beherrscht eigentlich die Zentralbanken? Es geht weiter in Richtung, was ist mit dem Zins und Zinseszins? Was ist mit dem gesamten Thema Privatisierung von Volksvermögen? Und vielen anderen Dingen. Das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von Fragen und nicht nur die oberflächlichen Fragen. Müssen wir wieder ein Trennbankensystem haben, wo dann eben, wenn man so will, es eine Bank gibt für das klassische Kreditgeschäft und auf der anderen Seite eben für das Investitionsgeschäft. Brauchen wir überhaupt die Finanzwirtschaft, so wie wir sie jetzt heute haben? Da komme ich gleich auch nochmal zu mit einem Bild. Man sieht ja auch, dass dann Hintertürchen aufgelassen werden. Dann spielen ja die Lobbyisten wieder wahrscheinlich eine Rolle. Genau. Man sieht das ja bei diesen ganzen, ich meine, mittlerweile Gesetzen, die dann auch wieder getroffen werden, wo dann gesagt, jetzt wird es verschärft. Aber es hat sich nichts geändert, weil die Hintertüren sind immer noch auf, wo dann wieder gearbeitet werden kann. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, an der Stelle doch noch gerade darauf einzugehen. Wir sehen jetzt hinter uns, wenn man so will, zwei Pyramiden. Die erste Pyramide beschreibt die aktuelle Herrschaftssituation bei uns im Westen. Das heißt, das Finanzkapital, Banken und Börse, steht über allem. Die Banken und Börsen finanzieren die produzierende Wirtschaft und ganz unten sind wir die atomisierten Individuen. Das heißt, wir sind, wenn man so will, die Letzten. Die Interessen der Politik in diesem System richten sich nicht nach dem, was die Finanzwirtschaft vorgibt. Wir haben das ja auch gesehen, innerhalb von wenigen Tagen werden Dutzende von Milliarden oder Hunderte von Milliarden einfach im Bundestag durchgewunken. Da gibt es keine Diskussion. Sonst spricht man vielleicht mal über, weiß nicht, 500 oder 1 Million oder 5 Millionen zu irgendeinem Thema stundenlang. Hier wird das durchgewunken. Das ist im Prinzip das Modell, wie es heute bei uns ist. Daneben gibt es ein anderes Modell. Man könnte es so ausdrücken, es ist ein Modell, das von den Lebensinteressen eines Volkes ausgeht. Man könnte auch jetzt sagen, bezogen auf den Iran, dass man sagt, das sind die Interessen unseres iranischen Volkes und die stehen über allem. Darunter gibt es die produzierende Wirtschaft, die nach den Interessen des Volkes eben produziert und nicht wie jetzt bei uns, nach anderen Kriterien. Und ganz unten, wenn man so will, ist die Finanzwirtschaft, die diese Dinge im Sinne einer produktiven Kreditschöpfung oder im Sinne einer sinnvollen Kreditgewährung eben stützt. Und so ähnlich wie jetzt am Beispiel Iran, könnte man auch oben sagen, das ist jetzt das deutsche Volk oder das ist das französische Volk, dass deren Lebensinteressen ganz oben sind und dann eben daraus sich die Frage ergibt, welche Art von Produktion wollen wir machen. Wir haben eben ja mal auch über das Thema manipulierte Feldfrüchte gesprochen. Ja, das ist dann zum Beispiel so eine Frage. In einem solchen System gäbe es keinen Platz für genmanipulierte Pflanzen. Nicht? Da würde man einfach sagen, ist das im Interesse der Menschen,
ein solches Produkt zu haben. Das heißt, da würden, wenn man das einfach mal dann durchprüft, würden eine Reihe von Industriezweigen oder auch Unternehmen einfach rausfallen.